Ja, hallo und willkommen zurück. Die Echse ist uns wieder mal entwischt. Ich weiß nicht, warum ich die nicht kriege. Aber hey, immerhin diesmal zwei Treffer gelandet. Schweren Treffer lasse ich mal. Da kommt richtig ab. Ich weiß, Dark Souls, ne? Tut mir leid, schneller geht gerade nicht. Okay, das war eine neue Attacke. Nein, das haben wir doch nicht. Ja, schneller geht nicht. Oh, da hat was getroppt. Gegenstand nehmen. Großmachete. Hey, noch eine neue Waffe. Na dann mal gucken. Was kann die? So, Großmachete. Da. Alles 24. Jo, Alter, was? Ach komm. Ich nehm die mal. Alter, mit 4 geht auch nicht. 1, 2. Boah! Heilige! Alter, was ist, Alter? Warte mal, was ist das für ein Waffentyp eigentlich? Groß-Axt? Oh? Was macht das? Schärfen? Mhm. Na gut, die kann ich nicht zeigen. Die ist jetzt eher ineffektiv. Tut mir leid, aber hey, eine Großmachete. Okay. Wow. So. Dann lasst uns mal was probieren. Und zwar haben wir einen Zweig, ne? Ich frage mich, ob ich... Ah, das schießt. Ich frage mich, ob ich mich so wie verstecken kann. Probier mal. Nein, nicht. Falsches Inventar mal wieder. Ja. Einmal nutzen. Oh! Oh, wie cool! Oh, Clippingfeder. Wow. Alter, was ist das denn für ein Clippingfeder? Sieht er mich? Sieht er mich? Nein! Er sieht mich nicht! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh. Nein. Alter, wie geil ist das denn? Ja, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ja, 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 ja. Er sieht mich nicht. Voll cool. Bin ich überhaupt ein Gegner? Oh, hat er geschossen?
Okay, vergiss es. Er sieht mich. Schade. Okay, er sieht mich doch. Schade, ey. Oh, das wäre so schön gewesen. Ja, warum kriegt man überhaupt dann die Zweige dort? Da sind das einfach nur Deko-Items, mit denen man die weiße Eiche da beschmücken wollte. Mit der Beschreibung, die Pfeile prallen da ab und deswegen fallen Äste ab und so, keine Ahnung. Oh, schade. Schade. Gut, okay. Hey, immerhin, ich habe den Trick, glaube ich, langsam. Ah, da liegt was. Langsam raus. Erst kommen die Seelen. Hey, komm, hör auf zu schießen. Das ist der Dauerbeschuss, ne? Nimm die ab mit der Hose. Hier kann man ganz gut farmen, habe ich das Gefühl. Wie sehe ich eigentlich mittlerweile unter dem Helm aus? Ich habe vergessen, wie ich aussehe. Ich also noch mal aus auf das Papier. Okay. Ja, so, jetzt zieh mal wieder dein Helm an. Es wird abgefahren. Übrigens, ich bin ja jetzt ab und... Aha, wusste doch, ich bin ja ab und zu gestorben. Ich wollte jetzt gucken, wie es mit der Aushöhlung aussieht. Aushöhlung heißt das also, okay. Aushöhlung 7. Der Status... Stufe 24, Ausbildung 7. Also bin ich 7 mal gestorben. Gut, kann ich mir gut erklären. Dann rein ins Haus. Toll! Du bist ein Profi wie eh und je. Oh. Ach komm, euch muss ich ja nicht bekämpfen, ne? Einfach nur durchrennen. Sobald der Beschuss aufhört. 10.000 hier irgendwie. Okay. Keine Wand, Magiewand. Ist das der Boss? Das ist ein Start und ich dachte, das ist der Boss in der Ecke. Hier ist eine Tür. Das ist sowas von Bossgebiet hier.
Ey, das ist sowas von das Bossgebiet hier. So, ey. Definitiv. Das ist ein Shortcut? Ist hier. Woraus steht ein großer, fluchverderbter Baum. Habe ich gerade dem Feind die Tür geöffnet? Zehntausend Seelen. Okay. Ja, also wisst ihr was? Ich würde sagen, ich habe. Okay, scheinbar geht es im Kreis. Ich habe einen Weg zum Ziel erreicht. Jetzt gehe ich mal den anderen. Es gibt Seelen, ich habe noch zwei Tränke. Warum habe ich gerade Schaden genommen? Er scheint hier nicht zu schießen. Und was hast du? Ach, mit der Hose. Wow, mit Sicheln kämpfen und eine Arbeiterhose tragen. Da, 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 da. Komisches Geschehen, haha. Ne? Na gut. So, tropfst du noch was? Nein, nein. Gut, ich frage mich, ob das hier eigentlich der schwierigere Weg war, den wir gerade genommen haben. Warten, bis er wieder fertig geschossen hat. Drei, ein drei, vier. Wenn man sprintet und Q drückt, dann macht man diesen Sprungangriff. Ist die Ding wieder da? Ich hoffe, dass das dritte Mal nicht das letzte Mal war. Na gut, ich würde sagen, wir haben erfolgreich eine Hälfte des Levels geschafft. Wir haben soweit alles gesammelt, was es zu sammeln gibt. Ja, jetzt kommt die andere Seite dran in der nächsten Folge. Allerdings möchte ich in dieser Folge noch mir was gönnen. Ein Feuerbandschrein. Und zwar einmal diesen Schildzauber und vielleicht einen Heilungszauber. Weil ich merke, dass ich den eventuell gebrauchen werde. Guten Tag, das Schwert stecke ich weg. Ja, letzten Endes habe ich scheinbar doch eher den mittleren Schild genommen. Im Großen und Ganzen, den kleineren eher weniger. Okay, ich dachte gerade, da stand jemand da mit meinem Helm zeigt. Und ja. Ach, das ist doch okay. Hat da was Neues zu sagen eigentlich? Ja, ich kaufe gleich mit. Oh, ihr gebt also doch nach. Doch nach. Gut, die Feuerhütte muss vor Freunde sprühen. Was? Aber was wisst ihr wirklich über die Aschefluss jener angeblichen Legenden? Hat was Neues zu sagen, oder? Nehmen wir einmal Altrich.
Ein aufrechter Kleriker, nur dass er die Vorliebe entwickelte, Menschen zu verzehren. Er aß so viele, er wurde dick wie eine Wasserleiche und so brachte man ihn zur Kathedrale des Abgrunds. Und man machte ihn zum Aschefürsten, nicht wegen seiner Tugend, sondern seiner Macht. Das sind wohl Fürsten. Aber ich frage mich, haben wir überhaupt eine Chance? Oh. Also wurde er einerseits verfeuert und hingerichtet? Hey, das ist ja eine Win-Win-Situation. Am Fuße von Burg Lothric führt noch immer ein alter Pfad unter dem Turm der untoten Heimstatt durch. Er diente zum Transport von Opfern zur Kathedrale des Abgrunds. Solltet nachsehen, wohin er führt. Wenn ihr den Schneid dazu habt. Da, wo ich jetzt gerade bin und... Moment, wo? Am Fuße von Burg Lothric führt noch immer ein alter Pfad unter dem Turm der untoten Heimstatt durch. Also, der Siedlung, wo ich gerade bin, unter dem Turm, er dient zum Transport von Opfern zur Kathedrale des Abgrunds. Solltet nachsehen, wohin er führt. Wenn ihr den Schneid dazu habt. Ich glaube, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn ich die andere Seite mache. Sind die Feuerschreinhüter, Dienerin? Eventuell. Gegenstände kaufen, hast du was Neues? Du hast den Heilzauber. Oh, eine helle Ware drin, okay. Aber sonst hast du nichts Neues, ne? Kurzschwert, Dolch, Gitarre. Nee. Einen Heilzauber hätte ich gerne. Heilungshilfe. Ich meine, zaubern kann ich doch, ne? Ja, genau. Ich glaube genug. Turmschlüssel? 20.000 Seelen. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Oh, okay. Warum? Warum? Warum verkaufst du einen Schlüssel von der Basis? Ach, keine Ahnung. Zauberwächter, genau. Heilungshilfe. Ja. Der erste Zauber überhaupt. Yay. Oh, cool. Yay. Ach, da bringst du doch wieder eine Gesehene. Moment, hast du was zu sagen? Ja, ja, da. Sprechen. Kennt ihr das rührselige Geschwätz? Ich habe gerade was Neues gelesen, glaube ich. Das beherzte Eingreifen der Pfad zur Glut sei. Was? Du brauchst ja einen Speckstein. Damit werdet ihr mehr Seelen zum Tausch haben, also als ihr tragen könnt. Hä? Hä? Schatten Asche hergeben? Nein, Moment, nein. Noch nicht? Naja. Schattenasche. Was war hier die Schattenasche? War das Ding da hier? Moment, wo war das? Hier. Das hier? Schreindienerin, ich glaube, das ist die. Nein, hier. Okay. So, zu wem wollte ich? Ach ja, Dingsbums, ja. Joel, oder wie du heißt, Yolo. Komm her. Aschna sei erneut willkommen. Ich werde alles tun, was mein Meister befiehlt. Knie vor mir nieder. Nein. Wahre Stärke entfalten. Seid ihr bereit? Träge das Finsterzeichen. Lasst eure wahre Macht erstrahlen.
Ausfüllungsinfusion. Okay. Okay. Nein, das lasse ich nochmal. Nochmal. Gegenstand kaufen, genau. Ja. Das Zauberschild. Ja. Sehr gut. Und jetzt lass uns zaubern. So. Nein, das war ein Leuchtfeuer, genau. Ich verstehe, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, am Lagerfeuer die Option zu geben, Zauber zu wechseln. Oh, damit man nicht hier die Zauberslots, also zwischen den Zauberslots hin und her, also Zauber wechselt, hin und her wechselt, auch wenn man nur einen Platz dafür hat, den Zauberplatz. Ah, verstehe. Sneaky. Verstärkt den linken Schild der Magie. Mit Magie. Stellt TP äußerst geringfügig wieder her. Erstmal den Zauberschild. Alles klar. Und dafür brauche ich den Stab, ne? Genau. Wie geht das jetzt? Linksklick. Oh, wieder leuchtet. Oh, wie schön. Das sieht aus wie so ein Laserschutzschild. Genau, so ein Schutzschild. Piu, 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 piu. Alter, wie schön. Hat sich die Statistik verändert? Nein. Aber es bringt was. Oh, wie schön. Wenn ich ihn wechsle, dann ist er weg. Und wenn ich den kleinen verzauber? Huch, das wollte ich nicht. Hier links. Oh. Bam 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 bam. Cool. Ah, wie geil. Wie komme ich mir vor, wie so ein Mandalorianer mit einem Holo-Schutzschild. Wenn jemand Star Wars The Clone Wars gesehen hat. Das war kein Spoiler. Okay. Was passiert, wenn ich anstelle des Schildes hier... Ach, das ist die Keule, nein. Einen Zauberstab mache. Das dann auch noch? Nein, geht nicht. Aha, okay, dann muss ich... dann muss ich den Stab hier tragen. Aber das wird mir dann zu viel. 73 Komma. Ich bin jetzt schon so gerade am Limit. Na gut, das Ding hier, das verwende ich gerade nicht. Und wenn ich es verwenden werde, dann nur bis halt zum Üben. Aber im Let's Play möchte ich eher nicht experimentieren. Ach, der Stab ist zu schwer. So viel zum Fettrollen. Also nicht Fettrollen. Okay. Und wenn ich... Wenn ich das so mache, wenn ich die Handschuhe wechsle und mir dann den Stab gebe... Ja, dann geht's.
Ja, geil. Ja, nice. Und jetzt der Zauber. Der Heilzauber, meine ich. Zauber einstimmen. So. So, und jetzt? Wie jetzt? Hä? Übereinstimmen? Das ist ein Wunder! Zauberei, das ist ein ganz... Nein, das ist ein ganz anderes Ding! Ach, nee! Wunder! Oh, Moment, dafür hab... Ich hab doch was, ich hab doch was! Okay, Moment, Moment, Moment! Ja, 25 Minuten, ich mach gleich die Folge aus. Aber ich möchte... Ah, mach ich hier. Ich möchte es euch... Ach nee, Moment, das war richtig. Ich möchte es euch schnell zeigen. Lagerkiste organisieren. Da, heilige Klerikerglocke. Zur Kiste wechseln. Genau. Hier, ne? Oh, das braucht 14 Gramm. Oh nein. Die muss werden. Und wenn ich das mit zwei Händen. Nein, auch nicht. Wenn ich versuche zu zaubern. Geht doch. Hä? Eine Hand. Klingelingeling. Und wenn ich Schaden nehme, wie viel heilt das? Und nochmal ein letztes Mal, weil dann mache ich aus. Für die Wissenschaft, Waffenforschung, ne? So, und jetzt? Wow. Ich meine, warum auch nicht? Wenn ich jetzt bitte meine Handschuhe anziehe. 68, jawoll! Ja, ich kann zaubern. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.